Ja, guten Morgen zusammen. Ich bin hier gerade bei Berchtesgaden oben am Obersalzberg und ich werde heute diesen Karl-von-Linde-Weg laufen. Das Zwischenziel ist erstmal der Windbeutelbaron. Ich glaube, der Name sagt alles. Dort werde ich erstmal eine Pause machen und einen schönen leckeren Windbeutel essen. Ich hoffe mal, dass der auch heute offen hat, aber ich glaube schon. Ja, von da aus geht es dann entweder bis zur Jena-Station oder ich laufe direkt von dort weiter bis runter zum Königssee. Hier oben am Obersalzberg fährt dann auch der Bus hoch zum Kehlstein. Ja, ich brauche jetzt ungefähr eine Stunde bis zum Windbeutelbaron. Zur Jener Mittelstation sind es 2,5 Stunden. Aber wie gesagt, das überlege ich mir noch, ob ich bis dorthin laufe oder ob ich dann direkt runter zum Königssee laufe. Ich habe mir heute auch eine leichtere Tour ausgesucht, weil es tröpfelt auch im Moment. Ich hoffe mal, dass das nicht mehr wird. Aber im Moment geht's noch. Hier hat man schon mal eine Aussicht. Ich denke aber, da kommen nachher noch andere Aussichten, weil das soll ja auch eine Aussichtstour werden. Und heute blendet auch die Sonne nicht so. Das ist halt der Vorteil, wenn die nicht scheint. Ja, und so hat man dann auch nicht diesen Dunst. Ab morgen soll auf jeden Fall wieder besseres Wetter werden. Aber im Moment ist es auch wieder trocken. Schön ist der Weg, ja. Hier ist dann auch der Karl von Linde, der Namensgeber des Weges. Noch bleiben die Aussichten aus, aber trotzdem schön hier. Also Sitzbänke gibt es ja wirklich genug auf dem Weg. Ich musste gerade schon wieder meine Jacke ausziehen. Es ist richtig warm. Und wenn es nicht regnet, ist das auch angenehm. Kleine Infotafel. Eine Sommerrodelbahn gibt es hier auch. Allerdings weiß ich nicht, ob die noch offen hat, weil wir haben Oktober. Das ist wirklich nicht zu fassen. Ich habe jetzt gerade meine Jacke ausgezogen und schon fängt es wieder an zu regnen. Ich habe die Jacke jetzt erstmal wieder angezogen. Da habe ich nämlich direkt die Schutzhülle für den Rucksack drüber gestülpt. Da unten kann man Berchtesgaden sehen. Hier ist jetzt ein Teil von der Sommerrodelbahn zu sehen. Kommen jetzt schon die ersten Häuser. Weiß nicht, ob das jetzt der Hochlenzer ist, Restaurant. Ja, ein kleines bisschen könnte jetzt die Sicht besser sein, aber da es nun mal regnet, ist das halt so. Ich bin jetzt hier direkt am Hochlenzer. Hier ist einiges los. Hier am Gasthof Hochlenzer kann man wirklich gut essen. Also wer hier mal in der Nähe ist, der kann hier auch mit dem Auto herfahren. Lohnt sich auf jeden Fall. Ich laufe jetzt aber weiter, wie gesagt, bis zum Windbeutelbaron.
Dort mache ich dann eine Pause und hoffe dann auch, dass der Regen wieder aufhört. Ich habe allerdings auch mit gerechnet, dass es heute regnet. Deswegen habe ich mir auch eine leichte Tour ausgesucht. Hier geht es jetzt mal bergauf. Ist aber besser jetzt als nachher, nach dem Windbeutel. Wenn das nämlich danach zu viel wird, kann ich mich gut den Berg runterrollen lassen. Da oben kann man schon die Fahnen sehen. Da muss ich noch hoch. Vielleicht muss ich doch nicht da hoch. Und das ist schon die Gaststätte. Ja, hier kann man richtig schön sitzen. Das war also der Windbeutelbaron. Da gibt es natürlich auch andere Sachen, also nicht nur Windbeutel. Man kann da auch ganz normal essen. Hier verlasse ich jetzt den Karl-von-Linde-Weg und laufe jetzt Richtung Königssee oder Jennerbahn. Also ist beides dieselbe Richtung, ist auch beides die gleiche Zeit. Kann ich mir halt immer noch aussuchen. Hier ist jetzt wieder der typische Wanderweg, Schotterwanderweg. Aber im Moment geht noch, ist nicht so steil und ist auch alles ein bisschen nass. Da rutscht das nicht so. Hier bin ich jetzt am Abzweig. Nach links geht's zur Jenner Mittelstation. Ich laufe aber hier rechts weiter. Da geht es dann direkt zum Königssee. Jetzt bin ich erstmal raus aus dem Wald und hier immer den Watzmann im Blick. Wie es aussieht, verlasse ich jetzt die Straße hier und gehe jetzt hier wieder in so einen Waldpfad rein. Hier kann man schön sehen, wie ausgespült die Steine sind. Hier geht es jetzt runter, also Stöcke habe ich zur Not dabei, falls es doch irgendwie zu steil wird. Was gibt es hier denn Schönes? Allzu weit ist es jetzt nicht mehr. Es ist ungefähr noch eine halbe Stunde bis zur Jennerbahn Talstation. Ich denke, dass ich dann da rauskomme. Ja, dann halt noch ein Stückchen bis zum Königssee. Also zum Königssee laufe ich auf jeden Fall. Nachher sagt ihr noch, ich bin die ganze Zeit am Königssee und zeige den Königssee nicht von unten. Nee, da geht es auf jeden Fall noch hin. Und mal schauen, vielleicht laufe ich sogar noch eine kleine Runde am Königssee, diesen Malerwinkel-Rundweg. Also nicht gleich abschalten, dranbleiben. Wieder ein schöner Blick ins Tal.
Auch noch mal ein schöner Ausblick. Es ist die ganze Zeit am Tröpfeln, aber immer nur leicht, dass man da groß keine Regenjacke braucht. Ich bin jetzt hier schon im Ort, da ganz hinten. Da kann man schon teilweise, wenn man genau hinguckt, die Jännerbahn sehen, die Gondeln. Da wieder der Watzmann. Ich laufe jetzt hier eine Straße lang, aber hier ist nichts los. Also bisher kam noch kein Auto. Hier kommt jetzt gleich die Talstation. Ich werde jetzt hier noch zum Malerwinkel laufen und dann über den Rundweg zum Königssee. Zeit ist jetzt 1 Stunde. Ich habe jetzt auch erst knapp 8,5 Kilometer. Also die 1 Stunde, die kann ich jetzt auch noch laufen. Geht jetzt aber auch noch mal gut hoch. Hier bin ich jetzt auch wieder im Nationalpark. So, der Königssee kommt näher. Im Winter hat man natürlich die bessere Sicht, wenn das ganze Laub weg ist. Es kann aber auch sein, dass gleich noch eine bessere Stelle kommt. Ich habe das irgendwie anders in Erinnerung. Oder kann natürlich sein, dass das alles so zugewachsen war. So, ich habe die Stelle gefunden, da wo die 1000 Leute sind. Wer jetzt hier zu diesem Fotospot will, der muss nicht die ganze Runde laufen. Das sind jetzt hier vom Königssee, von der Haltestelle, Viertelstunde. Ich bin jetzt gleich an der Anlegestelle. Da drüben kann man noch mal einen Teil von der Bobbahn sehen und den Grünstein. Das sind jetzt hier die ganzen Hütten, wo die Boote reinfahren. Dann noch mal die ganzen Garagen von den Booten. Vorne kommt gerade eins. Ich zeige euch mal kurz den Trubel hier. Ich bin jetzt direkt an der Anlegestelle Königssee. Nochmal ein schöner Blick auf den See.
der hier auch gleich zu Ende ist. Hier bin ich jetzt am Ende des Sees. Hinter mir ist ein Wehr. Und da ist dann auch der Ablauf. Das war heute wieder eine richtig schöne Runde. Das Wetter hat auch ziemlich gut gehalten. Also es hat immer mal nur ein bisschen geregnet. Ja, ich danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Video.